Und zwar die Messervorstellung. Und zwar geht es um zwei Messer, die schon öfters ein paar Videos drüber. Die möchte ich euch jetzt auch nochmal vorstellen. Ich erspare mir jetzt mal so ein bisschen die ganzen technischen Details. Die wichtigsten werde ich vielleicht nennen, also Länge, Größe, Breite kann man, wenn man auf das bestimmte Produkt geht, egal wo man jetzt sich die Infos wegholt. Mir geht es hauptsächlich darum, also die Eigenschaften bzw. ob ich damit klarkommen würde oder welche Probleme ich darin sehe, mal kurz darzustellen. Ja, einmal dieses von Böker, das Outdoor-Messer. Kostet so rum, ich glaube, zwischen 25 und 30 Euro. Das ist so ein kleiner Verkaufsschlager, denn es war, glaube ich, Dennis vom, der das mal vorgestellt. Und danach war es kaum noch zu kriegen. Also das muss ruckzuck weggegangen sein. Ich habe selber fast ein halbes Jahr darauf gewartet, bis es dann gekommen ist. Ja, das, was ich schon mal auf Stehgreif sagen kann, ist, es ist aus 420er, nee, was, 440er oder 420er? Ich glaube 440er. Stahl, also ganz normales Messer, hat hier eine scharfe Klinge, soll für den Feuerstahl wirken, können wir gleich mal testen. Die Klinge ist circa so an die 9 cm lang, ist Full Tang, hat aber einen gummierten Griff, also klein und handlich. Für mich ein bisschen zu klein für meine Hände. Wäre gut, für Notfall wird es gehen. Hier liefert in so einer Nylonscheide. Verarbeitung ist, naja, gut, sagen wir so, mittelmäßig, finde ich. Jetzt nichts Außergewöhnliches, erfüllt aber seinen Zweck. Das zweite Messer ist das OK4 von Hulterforce. Kostet aber auch so ein Dreh zwischen 15 und 20 Euro, je nachdem, wo man es aufkauft. Ist aus Carbonstahl, aber beschichtet. Nichtsdestotrotz muss ich das pflegen mit Öl, damit auch hier ein Rosten ich irgendwann vermeide, weil irgendwann ist auch mal diese Beschichtung weg. Das wird in einem sehr scharfen Zustand ausgeliefert. Klingenlänge ist ungefähr fast so ähnlich oder gleich. Ja, den vom Böker. Vom Preisniveau ist es etwas teurer als die normalen Hulterforce-Messer. Bewegt sich auch so an die 20 bis 25 Euro in dem Bereich. Also ist keine Full-Tang-Version. Vom Gewicht her, naja, so subjektiv geschätzt, finde ich das etwas wäre als das hier. Kann mich aber auch täuschen, muss man mal genau nachgucken. Von der Handhabung, der Vorteil hier ist, hier ist auch wieder voll gummiert. Passt für mich besser in der Hand. Geht sogar mit Handschuhen. Der Klingrücken ist einfach nur geschwärzt und unbehandelt. Das sieht man an seiner Form und die Riefen da drin. Das heißt, es ist dafür gedacht, auch einen Feuerstahl anzuschmeißen, der aber nicht in den Lieferumfang mit dabei ist. Den muss man sich nur selber besorgen. Also von daher, wenn man sich noch einen vernünftigen Feuerstahl kauft, kommt man fast in den Bereich. Man kann auch einen billigen nehmen, aber ich würde immer was Vernünftiges kaufen, einfach ein bisschen Geld ausgeben. So teuer sind die Dinger auch nicht. Und so kann man dann, kommt das fast Preis gleich raus. Scheide ist eine Kunststoffscheide, wie man so bei Hulterforce kennt. Mit so einem Nylon-Zusatz, damit ich mir schön am Gürtel hängen kann. Und so eine Schlaufe, wo ich einen Feuerstahl reinmachen kann. Diese Möglichkeit habe ich hier nicht. Hier habe ich gleich wieder ein Messer mit dabei. Schon mal ein kleiner Vorteil oder Pluspunkt. Das Messer sitzt sehr stabil hier drin. Fällt also nicht raus.
Die Frage ist nur, wie lange hält es. Das Messer wird hier durch zwei Druckknöpfe gesichert. Ist natürlich mit Handschuh ein bisschen friemlich, wenn man so am Gürtel hängt hat. Und sitzt auch so sicher drin. Wackelt zwar, aber dieser kleine Gurt hält es normalerweise sicher da drin. Aber auch hier ist eine Frage, das wird die für die Ewigkeit halten. Je nachdem, wie oft man das Ding braucht. Wie gesagt, von der Größe her, wenn man beides betrachtet, nicht sehr groß. Das hat also den Vorteil, ich kann das unauffällig tragen. Ich finde so die etwas kleineren Messer in dem Bereich etwas besser. Die größeren, wenn ich was Größeres mitschleppe, verschwindet eh meistens bei mir im Rucksack. Erspart dann blöde Blicke und Fragen. Das Kleine, wenn man es dran macht, wenn man eine Jacke drüber hat, sieht man es so gut wie gar nicht. Ja, kommen wir zum Schnitttest. Ja, kommen wir kurz zum Schnitttest. Ich habe leider meistens hier nur Fichtenholz zur Verfügung in diesem Waldstück. Deshalb weiß ich jetzt nicht, weil etwas stärkerem Holz und härterem Holz, wie es da wirkt. Übrigens mit diesem Baum, Arthur, falls du zugucken solltest, danke für die Idee, die habe ich jetzt bei dir abgekupfert, weil die kann man wenigstens nicht so was ablegen. Nehmen wir erst das von Böker. Das ist nicht nachgeschliffen, ist immer noch Originalzustand. Es tut, was es tun muss, es schneidet. Feinarbeiten. Lassen sich halt durch diese kurze Klinge doch sehr gut ausführen, meiner Meinung nach. Powercut. Das liegt an sich gut in der Hand. Nur gesagt, ich habe ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt auch noch Handschuhe an. Naja, es verschwindet fast drin. Also ich habe nicht das Ding, ich habe das Gefühl, ich habe nicht so richtig im Griff. Also schnitzen geht auf jeden Fall damit. Wie gesagt, es ist auch noch Werkschärfe. Ich persönlich würde es noch ein bisschen schärfer machen. Also ab und zu mal noch mal das Leder ziehen, dann sollte es an für sich reichen. Wenn ich nur ein paar Stunden draußen bin, reicht das vollkommen aus. Bin ich längere Zeit draußen, sollte ich auf jeden Fall einen Schleifstein oder irgendwas mitnehmen in die Richtung, um das mal wieder abzuziehen. Auch hier einen kleinen Tipp, bevor ich mir so ein teures Leder kaufe, ihr habt garantiert irgendwo einen alten Gürtel rumliegen, schneidet euch das Ding in vernünftige Stücke, macht auf jeden Fall ein Stück Holz drauf, kleines Brett, dass ihr drauf kleben oder nieten, egal wie ihr es machen wollt, dann habt ihr auch was zum Abziehen. Das kostet im Prinzip gar nichts, weil den alten Gürtel habt ihr schon ewig gehabt. Ultraforst kommt natürlich sehr scharf an. Das merkt man auch gleich, das beißt sich gleich richtig ins Holz rein. Auch das ist noch Werkschärfe. Da sieht man schon richtig die Späne fliegen. Einarbeiten gehen hier allein durch die kurze Klinge genauso gut. Also ich kann leichte Späne mit zuschneiden, wenn ich will. Ich finde es auch durch den gummierten Griff liegt es auch besser in Hand, allein durch den Handschuh. Nachteil ist halt wieder, ich muss hier halt das Ding öfter pflegen, weil das ist wieder
Stahl, das ist Carbonstahl. Und der ist halt etwas rostempfindlicher. Da muss ich es halt ab und zu mal einölen. Also es tut auch was, das soll für den Preis. Es schneidet. Betonen tun wir nicht. Weil, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Freund von Batoning. Dafür gibt es andere Mittel in meinen Augen. Und das, was sie sollen, schneiden, tun die beide. Das eine ein bisschen besser als das. Mag auch jetzt an die Schärfe liegen. Wenn man es mal nachschärft, vielleicht ist es dann gleichmäßig. Aber das dann jeder, muss jeder dann für sich ausprobieren. Hier sieht es mit Feuerstahl aus. Machen wir jetzt das Böker. Muss ich sagen, nicht sehr einfach. Sollte man vielleicht die Kanten noch etwas schärfen. Problem ist aber schon, dass die Brünierung noch weg ist. Oder man nimmt dieses kleine Stück hier von der Klinge. Ja, also wenn das mal richtig weg ist, dann geht es auch, aber... Ja, jetzt geht's. Das braucht eine Weile. Beim Hulterforce ist natürlich der Rücken unbehandelt. Da geht das sofort. Das ist halt der Vorteil bei dem Gerät. Also hier mit dem Feuerstahl zu bearbeiten und Feuer zu machen, geht hier besser mit. Mein Urteil. Jo, das war's zu diesen beiden Messern. Wie gesagt, wer meint, das zu kaufen, es ist keine schlechte Kaufempfehlung. Man kann es haben. Gerade im Anfängerbereich muss man sich gerade nicht mit teuren Materialien zuschütten. Fangt lieber etwas günstiger an. Wie gesagt, ein 300 Euro Messer kann auch nur das, was andere Messer auch können. Es kann nur schneiden. Und das ist seine Hauptaufgabe. Nichts anderes. Wenn ich was hacken will, nehme ich einen Ball mit. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Reini Rossmann. Sie sollten auch mehrere Fähigkeiten haben, solche Messer. Wenn ich damit einen Feuerstahl anschmeißen kann, okay, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, irgendwo ist es immer noch ein Messer. Und Messer ist erstmal grundsätzlich ein Schneidinstrument. Wie gesagt, wenn ich was hacken will, nehme ich einen Beil. Oder eine Machete. Je nachdem, was ich gerade mitschleppen möchte. Und wie gesagt, da habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, was ich da selber mitnehmen würde. Gut, wenn ihr noch Kommentare habt oder Anmerkungen, schreibt es unten in die Funktion. Sie ist freigeschaltet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst im Wald. Wir werden noch ein bisschen hier bleiben, ein bisschen nur die Sonne genießen. Und dann uns wieder Richtung Heimat machen. In die Sonne wird, was haben wir jetzt? Wir haben 20 nach 2, also. Sie wird doch langsam wieder runtergehen. Ich schätze mal, das Spiel ist noch 4 Uhr, wird sie wieder hier recht düster werden. Und schlecht zum Filmen. Und außerdem wartet zu Hause noch ein schöner, warmer Apfelstrudel auf uns. Schön mit Sahne. Und noch Tessinkaffee dazu. Also, bis demnächst im Wald. Euer Thomas.